Und wir wagen uns weiter ins tiefste Loch des mysteriösen Ostens. Da hinten wartet schon eine Gang auf uns. Die Wespenmafia. Gucken, ob ich hier nicht schon welche abgeknallt bekomme von hier hinten. Das sieht doch gut aus. Ja. Ja, bleibt doch noch ein bisschen ruhig liegen. Ich bin gleich soweit. Lenkt die ab. Oh, das scheint die nicht wirklich zu interessieren. Gut, dann schauen wir doch einfach mal vorbei. Nein, sie haben mich entdeckt. Achso, sie sind jetzt erst angreifbar geworden. Dekanonen-Action. So, und während die T-Kanone nicht nutzbar ist, kann ich ja mal auf den Hammer wechseln. Ich habe nämlich festgestellt, im letzten Part, als ich nochmal offscreen weiterspielen musste, um diesen komischen Glitch zu beheben, dass es nicht weiterging, habe ich gegen die Viecher mal den Hammer eingesetzt und der haut eigentlich auch ganz gut rein. Oh, große Raupe, warum hast du uns verlassen? Die Tür ist verschlossen. Nur wer die Glocken in richtiger Abfolge erklingen lässt, kann sie öffnen. Eine zweifelhafte Ehre, nehme ich an. Ach, jetzt bin ich nicht dazu gekommen, die ganzen Zähne einzusammeln. Menno. Ja gut, machen wir das mal. Okay. Das hat ja schon mal gut geklappt. Die ist in mein Gedächtnis eingebrannt wie Funkel, Funkel, Fledermaus. Funkel, Funkel, Fledermaus? Geh zu dem Baum! Hilf unseren Brüdern! What the fuck? I don't even know anymore. Aber hilft jetzt auch nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Einfach weitergehen, immer weiter geradeaus. Und auch mal nach links und rechts. Um sich ein paar Zähne einzusacken. Ach ja, Zähne, der Sinn dieses Spiels, wenn nicht sogar der Sinn des Lebens. Oh je, da sind wieder diese komischen Steinplatten, die irgendwelche Viecher spawnen. Da weiß ich ja schon mal, was ich jetzt als erstes wegknallen werde. Zumindest versuchen werde. Nein! Ah! Mensch, lass mich in Ruhe, ich will doch... Och Leute. So. War das nicht da? Diese... Ach nee, da hinten. Oh, oh mein Gott, es wimmelt von den Viechern hier. Oh, jetzt kann ich mich nicht immer auf die Zielfunktion verlassen, wenn so viele Viecher hier... herumschweben. Och Mann. So, jetzt aber hinter. Nein, das Messer. Das Messer ist nämlich sehr viel effektiver, wenn die Viecher gerade so hilflos in der Gegend rumeiern. Aber irgendwo muss noch eine von diesen Steinplatten sein, sonst... Es würden hier nicht so viele von den Viechern rumfliegen. Ah, da oben. Stirb! Nein, sterben geht anders. Genau so geht doch. Ah, da ist auch noch eine gewesen. Ah.
Vieh. Wart, noch mehr davon? Ah. Das war's jetzt aber, oder? Bitte. Bitte. Mensch, bitte. Nicht? Und nicht, dass das wieder so ein blöder Glitch ist und ich das nochmal machen muss. Nee, tatsächlich, da ist noch eine von den Tafeln. Ach weh, das war jetzt nicht die letzte. Es ist eigentlich gar nicht so schwierig, aber es ist nervig. Und das ist mindestens genauso blöd. Was brauche ich eigentlich an Zähnen für die nächste Aufwertung? Schließlich will ich auch bald eine Ultra-T-Kanone vom Hell haben. 725. Na gut, da haben wir gerade mal knapp die Hälfte für. Lauf, Alice, lauf! Juppie! Noch eine Rutsche? Bitch, please! Ah, das war ein kläglicher Versuch, doch noch abzukürzen, aber da hätte ich ein bisschen früher reagieren sollen. Aber eigentlich will ich auch die Zähne einsammeln, die mich auf der Rutsche anlächeln. Ich darf nicht, nur nicht zu oft in diese Lava-Hügel da, au, reinfliegen, sonst bin ich tot. Na, das läuft doch alles relativ gut. Oh, oh. 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 Keine Ahnung, wie ich das gerade nochmal geschafft habe. Na. Ja. Okay. Ja. Oh Gott, es geht weiter. Oh Gott. Jetzt bin ich schon so weit gekommen. Ich habe auch fast alle Zähne bekommen, glaube ich. Ja, noch mehr. Nein! Ja. Und jawohl. Ja! Einmal tief durchatmen. Gibt es noch irgendwas Interessantes? Nope. Schmetterlingsverwandlung. Ach. Was? Manu. Was soll das denn? Ey, da kann das Spiel schon einfach mal nicht darauf reagieren, wenn ich die Sprungtaste be... Hallo! Was ist denn das? Ich schwöre es euch, ich weiß nicht, was das soll. Ja, also, war doch gar nicht so schwer. Ich weiß gar nicht, wo das Problem lag. Irgendwie sieht das ziemlich interessant und ziemlich verwirrend aus. Drecksschleim. Was habt ihr davon? Ihr seid nur Mittel zum Zweck, um meine Lebenspunkte wieder aufzufüllen. Okay. Einmal kurz einen schrumpfsinnigen Überblick über das Geschehen. Ach du Kacke. Da warten mich wieder einige Gegner, wie es aussieht. Yep. Stirb. Aber die Mucke verändert sich gerade gar nicht. Nicht, dass das Spiel gleich wieder am Rumglitschen ist. Hm, na lecker. Wasserfall, Verfallwasserfall.
Ein Verfallfall. Ach, das war's schon. Na, das sehe ich ein, dass es sich dafür nicht gelohnt hätte, extra die Mucke zu ändern. So, jetzt muss ich mich, glaube ich, ultra beeilen. Oh Gott. Was nicht leicht ist, wenn der Bildschirm hier wie blöde hin und her wackelt. Aber irgendwie hat es gerade nochmal so funktioniert. Häng dich rein, Alice! Du schaffst das! Ach wie! Toll, jetzt muss ich das nochmal machen. Meine Güte. Jetzt aber hopp, 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 hopp. Wir haben doch keine Zeit. Schnell den noch. Ja. Oh. Ist noch da oben drauf. Ach, da ist auch noch eine Schatulle, mit der ich noch gar nichts gemacht habe. Die ist offen. Hm. Vielleicht ist es ja auch einfach nur Deko. Nein. Oh oh. Oh nein, ich bin noch gar so... Ich stand da doch schon drauf. Himmelzwirn und Popo. Jetzt muss ich das nochmal machen. Ah, schneller. Und drauf. Und nein. Ach, ich mache hier einfach eben kurz einen kleinen Cut und melde mich dann zurück, wenn ich da oben drauf bin. Tja, das ging eigentlich ganz fix dieses Mal. So, jetzt aber nicht verkacken hier. Habe ich denn jetzt den Hammer ausgerüstet? Scheiß drauf. Funktioniert ja auch irgendwie. Wow. So, was haben wir hier? Zähne und Lebensenergie. Genau das, was ich brauche. Hm. Okay, da muss ich gleich nur nach einem Schlüsselloch Ausschau halten. Da ist es ja auch schon. Das war ja jetzt nicht so schwer. Eine goldene Erinnerung. So, kriege ich hier gleich vielleicht nochmal ein Autosave? Ne. Kein Autosave. Aber den Kampf werde ich trotzdem dann im nächsten Part bestreiten.